Hey, seid ihr auch so verdammt hyped auf das neue 2D Mario? Ich auf jeden Fall schon. Und genau deswegen spielen wir heute das letzte 2D Mario, das rausgekommen ist. Super Mario Bros. U Deluxe. Weil ihr ja nicht ewig Zeit habt, gehen wir ganz schnell die Story durch. Es ist obviously ein 2D Mario, hat also nur sehr wenig Story. Auf gut Deutsch, Bowser kommt, Bowser klaut. Bowser wirft Mario und seine Freunde weg. Wir müssen Peach retten. So, und unsere Rettungsmission beginnt direkt mal im ersten Level vom Eichenhelm, wo diese richtig süßen Flughörnchen mit ihrer Eichel herumrennen. Und das ist ein neues Item von dem Spiel. Das haben wir dann auch in einer Sub-Area anwenden müssen, wo das Ziel war, einfach den Münzen zu folgen. Und das kann so extrem satisfying sein, wenn man es schafft. Ja, auf gut Deutsch, ich habe es nicht geschafft und habe sogar meinen Eichel-Suit verloren. Aber wir konnten zumindest das Level gut abschließen. Danach ging es dann auch direkt ins zweite Level, was auch das erste Höhlenlevel ist, wo wir uns einfach ganz chillig mit der Feuerblume den Weg freigeschossen haben. Und hier gäbe es auch theoretisch die erste Abkürzung im Game, mit der man das Spiel so viel schneller durchspielen könnte. Aber ich habe mich absichtlich dazu entschieden, keine Abkürzungen zu nehmen, damit wir das Spiel komplett genießen können. Nachdem Bowser seine Flanke gehisst hat, sind wir dann direkt ins erste Zwischenschloss gegangen, wo uns irgendwelche Zahnräder einfach zerquetschen wollten. Aber nachdem wir den Hindernissen ausgewichen sind, konnten wir dann zum ersten Zwischenboss gehen, Bum Bum. Aber der konnte zum Glück nur wie ein Irrer rumrennen. Und nachdem wir dreimal auf seinen Kopf gesprungen sind, haben wir ihn dann auch erfolgreich besiegt. Nach unserem Sieg durften wir dann zu Yoshis Hügel, wo, wie der Name schon sagt, unser Lieblingsdino Yoshi wohnt. Der ist nicht nur super süß, sondern kann auch diese Früchte essen. Wenn er dann genug von diesen Früchten gegessen hat, kann er ein Ei legen, wo wir dann unsere Feuerblume rausbekommen haben. Und leider mussten wir uns am Ende vom Level von Yoshi verabschieden. Es tut noch immer weh. Danach ging es zum Pilzparcours, wo wir uns eigentlich davor den pinken Yoshi holen sollten. Habe ich irgendwie nicht gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, warum ich so dumm war, aber ist ja egal. Aber wir konnten trotzdem das Level ohne Probleme abschließen. Wir mussten nur ein wenig mehr aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Und auch, dass wir nicht von den Piranha-Pflanzen verspeist werden. Und damit stand uns dann auch der Weg zur ersten Festung frei, wo es richtig heiß herging. Wir durften keinen Fehler machen, sonst würden wir direkt in die Lava fallen. Zum Glück war aber das Level so lieb und gab uns direkt beim Anfang den Eichel-Suit. Wir sind durch das ganze Level einfach durchgerusht und haben dabei sogar alle 3 Starcoins geholt. Zum Schluss ist mir noch eingefallen, dass es am Ende jedes Levels hier einen versteckten Block gibt, wo wir uns dann mit einer Feuerblume gestärkt haben. Damit war Lemmy dann überhaupt kein Problem, obwohl er von seinem Ball aus Bomben nach uns werfen wollte. Aber wir haben ihn wieder mit 3 gut gezielten Sprüngen easy besiegt. Ja, und damit ist schon das erste Level, das Eichenheim, komplett abgeschlossen. Danach ging es dann auch direkt in die Sandkuchenwüste, wo wir im ersten Level das größte Side-Eye von diesen Steinen bekommen haben. So, schaut euch die mal an, sehen die einen nicht richtig böse an? Aber zum Glück halfen sie uns über den Treibsand und wir haben das Level einfach abschließen können. Und auf einmal war auf der Overworld dann dieser Dieb Mopsy hier, der einfach dem Toad was gestohlen hat. Und natürlich, weil ich ein guter Bürger bin, habe ich ihm nicht geholfen. Sorry nochmal, Toad. Nächstes Mal, wenn ich das Spiel öffne, hilfe ich dir. Versprochen. Nach 2-1 haben wir dann direkt 2-3 gemacht, weil wer braucht schon 2-2? Das war wieder ein Höhlenlevel, halt dieses Mal richtig dunkel, aber zum Glück bekamen wir Hilfe von einem goldenen Yoshi, der, wenn man ihn einfach ein wenig schüttelt, alles zum Leuchten bringt. Da war wirklich eine Riesenhilfe. Der Yoshi hat auch einen riesen Hunger gehabt, dass er sogar Feuer verschluckt hat. Und dieses Mal habe ich ihn nicht einfach zurückgelassen und als Dank gab er uns sogar ein One-Up. Dachtet ihr nicht auch, dass ich Bum Bum eigentlich schon längst besiegt habe? Aber auf einmal stand er wieder auf dem Turm und wollte einfach ein Rematch. Also habe ich Mario in einen Fidget Spinner verwandelt und bin das ganze Level hochgerusht. Nachdem ich mir dann wieder ein verstecktes Item geholt habe, ging es dann direkt zu Bum Bum. Diesmal hat sich auch Kamek eingemischt und hat ihm einfach eine neue Fähigkeit gegeben, mit dem er sich selbst in einen Fidget Spinner verwandeln konnte. Aber mit derselben Taktik wie beim letzten Mal konnten wir ihn mit Leichtigkeit besiegen. Kamek hat das so gar nicht gefallen und hat das Schloss in dichten Nebel gehüllt. Auf der Overworld gab es dann so ein kleines Minigame, wo ich den Feuerbruder und den Goomba dodgen musste. Habe ich natürlich beides nicht geschafft. Aber das waren einfach kleine Minifights, die ich ohne Probleme gewonnen habe. Die Gegner waren auch noch so nett und haben mir als Dank, dass ich sie besiegt habe, einfach einen Stern hinterlassen. Jetzt können wir einfach schwere Level mit einem Stern starten. Das wird sicherlich noch hilfreich werden. Im nächsten Level gab es dann Spikes, die einfach einen kompletten Stahlball aus ihrem Mund rausbringen konnten. Und das sogar mehrfach hintereinander. Irgendwie sind die fast schon wie Kirby. Was sagt ihr? Ist ein Spike einfach ein grüner Kirby?
Nachdem ich mir dann lang genug Gedanken gemacht habe, ob Spike in Wirklichkeit ein Kirby ist, bin ich dann zum nächsten Level gegangen, wo es einfach Lucky Two gab. Und wer nicht weiß, Lucky Two fliegt auf einer Wolke. Und wenn man den Lucky Two auf der Wolke killt, kann man einfach mit der Wolke rumfliegen. Und mein Ziel war es, das ganze Level auf der Lucky Two Wolke zu beenden. Dabei bin ich vielleicht das ein oder andere Mal gestorben, aber im Endeffekt konnten wir das gesamte Level auf so Wolken beenden, die uns mit ihrer Spende geholfen haben. Und schaut mal, wie glücklich die Wolke hier ist. Einfach nur, weil wir auf ihr fliegen. Und wir sind nicht nur ins Ziel geflogen, sondern auch direkt zum Bossfight von der Wüstenwelt, wo uns wieder irgendwelche Steine zerquetschen wollten und auch diese springenden Feuerbälle hier, wie auch immer die heißen, wollten uns einfach verbrennen, aber zum Glück war das Level so nett und gab uns eine Eisblume, mit der wir dann einfach Massenmord begangen sind. Warum denn auch nicht? Der Boss Morten hatte auch einige fiese Tricks auf Lager. Als erster hat er direkt mal einen Pookie gespawnt und dann hat er einfach seinen Hammer genommen und die Teile vom Pookie nach mir geschossen. Ja, aber zum Glück hat mir das nichts gemacht und wir konnten ihn, auch wenn vielleicht nur ganz knapp, besiegen. Und danach durften wir uns entscheiden, wollen wir nach oben gehen zu den Eiswürfel-Eisfällen oder nach unten zum Münzmeer. Ich habe mich natürlich für die Eiswürfel-Eisfälle entschieden, weil ich generell Eiswelten einfach cooler finde als Wasserwelten. Aber ich glaube, da ist so gut wie jeder meiner Meinung. Und das erste Level hat es auch direkt bestätigt. Das Level war wunderschön. Es gab auch diese schönen Sterne, die sich ein wenig gedreht haben, wenn wir drauf gestanden sind. Und es gab auch diese Schnappdinger, die ich so eigentlich nur aus Mario Maker kenne. Und ich nicht mal wusste, dass die wirklich in einem Mario-Spiel existieren. Also auch cool, dass ich die mal gesehen habe. Das zweite Level der Eiswelt hatte dann auch nochmal einen neuen Gegner. Nämlich hier diese Pinguine mit einer richtig coolen Sonnenbrille. Auch wenn ich mich frage, warum haben die eine Sonnenbrille? Es ist Winter. Wisst ihr, mit was ich wirklich ein Riesenproblem gehabt habe in dem Run? Ich habe es einfach nicht geschafft, dass ich diese Gegner auf der Overworld dodge. Also habe ich immer und immer wieder gegen die kämpfen müssen. Aber den Pinguin hier konnte ich zum Glück richtig satisfying besiegen. Und das Ganze nur mit einem Eisball. Ja, und als Dank gab er uns diese komische Krone. Mit dem Item kann man sich zu Peachette verwandeln, wenn man Toadette spielt. Aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich den ganzen Run nur mit Mario mache, weil mit Peachette ist das ganze Game dann ein wenig einfacher. Und wir wollen es ja nicht einfach, wir wollen es hart. Genauso hart wie der Wilder von Bum Bum, der, obwohl ich ihn jetzt schon zweimal besiegt habe, noch immer ein Rematch will. Und ich muss sagen, er ist um einiges besser geworden. Seine Festung hatte fiese Fallen, es sind die ganze Zeit Eiszapfen von oben runtergefallen. Auch so riesige, die einen einfach zerschlagen könnten. Und als wir endlich ganz oben angekommen sind, war auch Kamek wieder am Start. Diesmal gab sie Bum Bum einfach noch einen anderen Sprung. Aber das reicht natürlich immer noch nicht, um mich zu besiegen. Und wisst ihr was? Auch wenn man denkt, dass Goombas diese dummen Gegner sind, die sich einfach easy töten lassen. Hier in der Eiswelt sind sie einfach verdammt smart. Sie haben sich einfach einen Panzer geholt, wo sie ziemlich safe von Mario sind. Aber zum Glück hatte ich eine Feuerblume, mit der ich jeden Goomba, der mir am Weg war, besiegen konnte. Und wenn ich mal keine hatte, half mir sogar der Feuerbruder, der einfach seinen eigenen Kumpel getötet hat. Und kennt ihr noch die super süßen Flughörnchen aus der ersten Welt, die mir netterweise die Eichel geschenkt haben? Ja, weil die gibt's hier in der Eiswelt wieder. Auch wenn ich mich frage, ist ihnen nicht ein wenig kalt? Aber egal, wir haben das Level schnell beendet und müssen uns darüber keine Gedanken mehr machen. Und es ist schon ein wenig gruselig, wenn man überlegt, dass ein Tier, das eigentlich in einen warmen Wald gehört, auf einmal hier in der Eiswelt ist. Und wisst ihr, was noch gruselig ist? Ein Geisterhaus. Und genau das ist auch das nächste Level. Und Geisterhäuser sind nicht nur gruselig, sondern auch richtig verwirrend. Man hat 100 Türen zur Auswahl und nimmt meistens die falschen und ist dann wieder am Ort, wo man eh schon vor 5 Minuten war. Aber mit ein wenig Glück und einer echt fies versteckten Tür haben wir dann da endlich hinausgeschafft. Nachdem ich noch immer ein Trauma vom Geisterhaus habe, weil ich einfach nicht rausgefunden habe, kommt die nächste Festung, wo ich rein muss und auch irgendwie wieder rausfinden muss. Und jeder kennt doch Womps, diese Steinblöcke, die einfach von oben nach unten fallen. Und irgendwie gab es in dem Schloss Steinblöcke, die einfach von rechts nach links gesprungen sind. Also irgendwie ist das fast schon so wie ein Geisterhaus, das war echt gruselig. Aber nach dem gruseligen Erlebnis hatten wir zum Glück ein Date mit einer wunderschönen Cooper-Dame, nämlich Wendy. Sie hat uns sogar zu sich nach Hause eingeladen und ihr Zimmer hat wirklich wunderschöne Fenster in Herzchenform. Deswegen dachte ich direkt, dass sie was von mir wollte, aber irgendwie hat sie kleine Aggressionsprobleme und ich musste sie mit Feuerbällen abschießen. Ja, und nachdem ich ihr dann auch auf den Kopf gesprungen bin, wollte sie dann auch nichts mehr von mir hören.
Und als wäre das nicht schlimm genug, hat sie das Ganze auch noch Bowser Jr. gepetzt, der mich dann mit seinem Schiff abgeholt hat. Und ich musste mich dann den ganzen Weg zu Bowser Jr. kämpfen, weil ich eigentlich nur mit ihm reden wollte, ob ich vielleicht eine zweite Chance bei Wendy bekomme. Aber irgendwie hatte der auch Aggressionsprobleme und ich musste Unterwasserraketen auf ihn zurücklenken. Glücklicherweise ist weder er noch Mario ertrunken, aber eine zweite Chance bei Wendy habe ich dadurch auch nicht bekommen. Leider. Nachdem mir mein Herz gebrochen wurde, ging es dann in den Limonadendschungel. Im Dschungel angekommen, ging es dann direkt in den Gigantogarten, wo nicht nur die Blöcke extrem groß waren, sondern auch die Gegner. Ein Koopa-Panzer war genauso groß wie Mario. Die Gegner hier sind wirklich extrem groß gewesen. Aber zum Glück haben wir einen Stern bekommen und konnten somit das Level ohne Probleme abschließen. Im nächsten Level gab es dann diese komischen Wesen. Und seid mal ehrlich, wer von euch wusste, dass die Heckys heißen? Ich habe das noch nie gehört. Ja, aber nicht nur der Name von denen hat mir Probleme gemacht, sondern die Heckys an sich auch. Irgendwie bin ich die ganze Zeit in ihre stachligen Beine reingerannt. Nach ein paar gefailten Versuchen haben wir dann irgendwie das Level geschafft und konnten weiter zu Bum Bum gehen, der wegen was auch immer schon wieder ein Rematch wollte. Dieses Mal hat er sich aber für seinen Turm echt was einfallen lassen. Er hat solche Schlangenböcke platziert, die sich dann bewegen, wenn Mario draufsteigt. Das hat er richtig gemein bei hunderten Fallen vorbeigelockt. Aber irgendwie, obwohl es richtig knapp war, haben wir es dann irgendwie zum Boss geschafft. Bei Bum Bum angekommen, war natürlich Kamek auch wieder am Start. Und diesmal hat sie den fiesesten Zauber rausgehauen. Sie hat Bum Bum riesig gemacht. Und damit war echt ein Problem. Wir mussten unsere Sprünge diesmal wirklich timen, dass wir auch wirklich oben ankommen bei ihm. Aber indem wir gezielte Wandsprünge auf seinen Kopf gemacht haben, haben wir es glücklicherweise, auch wenn nur knapp, geschafft. Der Bossfight war zwar gruselig knapp, aber nicht so gruselig wie das nächste Geisterhaus. Direkt beim Start waren dann ein Haufen Türen da. Deswegen dachte ich mir einfach, ja, kürz doch ab. Ich bin dann mit einem Triple Jump bis zur nächsten Ebene schon raufgekommen. Damit habe ich, glaube ich, so verdammt viel vom Level geskippt. Ein paar Türen später sind wir bei einer Plattform angekommen, die einfach wie verrückt hin und her gewippt ist. Und auf einmal fällt sie einfach runter. Glücklicherweise war das Level so nett und hat uns dann einen Stern gegeben. Und ganz unten war dann auch schon die Tür zum Ausgang, mit der wir das Geisterhaus mit Leichtigkeit verlassen konnten. Als nächstes mussten wir eine richtig schwere Entscheidung machen. Es gab zwei Level zur Auswahl, die beide zwei Ausgänge besitzen. Einer davon geht wieder nach hinten, der andere geht dann weiter zum nächsten Level. Ich habe mich mal für den linken Weg entschieden. Das Level sah zwar wunderschön aus, aber ich wusste, ich muss irgendwo einen geheimen Ausgang finden, um näher an meine Peach zu kommen. Leider habe ich nirgends wo einen geheimen Weg gefunden. Deswegen bin ich dann zum ganz normalen Ausgang gegangen. Und schaut euch mal dieses edle Bild von Bowser im Hintergrund an. Also dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt, den falschen Weg zu nehmen. Leider ging der Weg dann wirklich wieder zurück. Und ich habe mich dazu entschieden, das andere Level zu probieren. Hier waren wieder diese traurigen Steine aus der Sandkuchenwüste, die uns netterweise übers Wasser begleitet haben. Und wisst ihr, ich hasse zwei Arten von Level. Unterwasserlevel und dunkle Level. Und wisst ihr, welche Art von Level das war? Genau, das war ein dunkles Unterwasserlevel. Ich habe es wirklich gehasst. Es war noch ein Haufen Buhus da, die ich irgendwie dodgen musste. Aber zum Glück ist mir ganz zum Schluss eine versteckte Röhre aufgefallen, mit der ich dann auch zum versteckten Ausgang gekommen bin. Und mit diesem Ausgang durfte ich dann zu diesem Buhu-Minispiel gehen, wo wir uns einfach merken mussten, wo die Buhus drinnen sind. Und damit konnten wir ihnen mit Leichtigkeit ausweichen. Und damit waren wir dann auch schon beim vorletzten Level des Limonadendschungels. Mit dem Level hat sich Bowser wirklich was Gemeines einfallen lassen. Überall ist giftiges Wasser und wir müssen irgendwie über diese dünnen, beweglichen Stämme drüber gehen, ohne dass wir in das Gift fallen. Und nachdem wir noch ein paar Wiggler rot gemacht haben, durften wir endlich zu Iggys Festung gehen. Und Iggy hatte bis jetzt die schwierigste Festung. Und überall ist Lava und Iggy hat es auch irgendwie geschafft, dass die Lava riesige Wellen schlägt. Aber glücklicherweise sind wir schon richtig geübt im Springen und das gesamte Level war überhaupt kein Problem. Und nicht nur seine Festung war richtig verrückt, sondern auch der Boss war gegen ihn. Auf einmal konnte er auf der Decke gehen und hat so ein Lavamonster beschworen. Aber auch bei ihm war der Kopf eindeutig ein Schwachpunkt. Und nachdem wir dreimal auf seinen Kopf gesprungen sind, war er dann besiegt und die Lava ging auch wieder weg. Und damit ging es dann raus aus dem Limonadendschungel und rein in die Candies-Minen. Im ersten Level gab es dann Fuzzies, die Mario so nicht zerstören kann. Glücklicherweise half uns unser grüner Dinosaurier, der wirklich einen riesen Hunger auf Fuzzies gehabt hat. Und obwohl Fuzzies ihm wirklich geschmeckt haben, gab es auch Eisbälle, die er lieber dann wieder ausgespuckt hat und damit richtig viele Piranha-Pflanzen einfach von der Decke geworfen hat. Nachdem wir die Zielflagge erreicht haben, konnten wir über diese roten Steine gehen.
Und um noch weiter passieren zu können, mussten wir das nächste Level schaffen und den blauen Schalter aktivieren. Das ganze nächste Level hat uns dieser komische Riesenfisch verfolgt, den wir erst gegen Ende vom Level besiegen konnten, indem wir uns einen Stern geholt haben. Nachdem wir dann den blauen Schalter betätigt haben, konnten wir endlich wieder zu unserem Lieblingsgegner gehen. Bum bum. Den wir jetzt zwar schon unzählige Male besiegt haben, aber irgendwie will er noch immer eine Revanche. Und diesmal dachte ich mir, ich gebe mir selbst ein riesen Handicap, indem ich einen Mini-Mushroom esse und das ganze Level mit dem abschließe. Und könnt ihr euch noch erinnern, als ich gesagt habe, wir nehmen keine Abkürzungen? Ja, stellt sich heraus, der geheime Ausgang, den ich mit dem Mini-Pilz erreicht habe, war eine Abkürzung. Ab mit der Abkürzung skippen wir, glaube ich, nur zwei Level und müssen dafür sogar ein anderes Level spielen. Also habe ich mir jetzt gedacht, egal, wir spielen dieses Level. Extrem cool. Wir konnten mit Mario mehr oder weniger eine Achterbahn fahren. Dazu mussten wir einfach hier auf das Knochenskelett gehen und konnten einfach die Fahrt ins Ziel genießen. Und irgendwie glaube ich, Bum Bum ist ein wenig beleidigt auf uns, weil irgendwie hat er nicht auf seinen Turm oben auf uns gewartet. Und nachdem ich mich zu Fidget Spinner Mario verwandelt habe, um wieder ganz nach oben zu kommen, habe ich was wirklich Schreckliches bemerkt. Unser Freund Bum Bum, der schon seit der ersten Welt mit uns immer und immer wieder kämpft, war gar nicht da. Stattdessen war dieser Typ da, der irgendwie ein kleines Einhorn ist. Aber nachdem wir ihn dreimal auf seinen Rücken gehaut haben, konnten wir dreimal auf sein Bäuchlein springen und ihn glücklicherweise besiegen. Und ich hoffe, der nächste Zwischenboss ist wieder gegen Bum Bum. Aber das ist ein Problem für später. Unser jetziges Problem ist, wie kommen wir zu Roy? Dafür haben wir nochmal ein Höhlenlevel abschließen müssen, wo diese riesen mechanischen Gerätschaften waren, die sich die ganze Zeit hin und her bewegt haben. Aber nachdem wir die ganze Höhle geschafft haben, ging es dann endlich zu Roy, der irgendwie eine ganze Fabrik hatte, die ganze Zeit von riesen Stahlwürfel auf Fließbänder hin und her. Ohne sie würden wir es niemals über die Lava drüber schaffen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das legale Arbeitsbedingungen für die Knochentrocken sind. Deswegen wollte ich zum Fabriksleiter Roy, um mit ihm über die schlimmen Arbeitsbedingungen zu reden. Aber irgendwie war ihm das komplett egal und er schoss Kanonen nach mir. Deshalb musste ich ihm dreimal auf den Kopf springen, um zu zeigen, dass das so nicht geht. Die Knochentrocken müssen zumindest einen Helm tragen. Und ich würde sagen, weil wir schon so weit gekommen sind, haben wir uns echt Zuckerwatte verdient. Und wo bekommt man am besten Zuckerwatte her? Ganz klar aus den Zuckerwattenwolken. Das erste Level hat er auch schon Wolken, hoffentlich aus Zuckerwatte sind. Und auch die süßesten Gegner aus dem ganzen Spiel sind wieder da. Diese Flughörnchen hier. Leider bin ich ein paar davon auch auf den Kopf gesprungen und sie sind einfach in den Abgrund gefallen. Ich würde mal sagen, es tut mir leid. Und weil ich solche Schuldgefühle hatte, bin ich dann auch direkt ins nächste Level gerusht, wo sich die Flughörnchen auch wirklich bei mir gerecht haben. Sie schossen einfach mit Kugelwillis nach mir und ich musste irgendwie versuchen, nicht getroffen zu werden. Was mir glücklicherweise auch gelungen ist, weil ich den Flughörnchen eine Eichel gestohlen habe. Wisst ihr noch von vorher, als Bum Bum gegen mich kämpfen wollte, aber ich einfach den Hinterausgang aus seiner Festung benutzt habe? Ich dachte, dass er nur kurz auf mich beleidigt ist. Irgendwie glaube ich, er will gar nicht mehr gegen mich kämpfen, weil jetzt hat er Karmak vorgeschickt und es ist weit und breit kein Bum Bum zu sehen. Davon wollte ich mich selbst überzeugen. Bin trotzdem in die Festung rein und irgendwie haben sich auf magische Weise die ganze Blöcke im Kreis bewegt, was schon ziemlich für Karmak spricht. Und als ich dann oben angekommen bin, war da wirklich kein Bum Bum, sondern nur Karmak. Karmak hat natürlich mit ihrer Magie versucht, mich aufzuhalten. Obwohl sie sich die ganze Zeit hin und her teleportiert hat, konnte ich trotzdem dreimal auf ihren Kopf hüpfen und sie somit besiegen. Und das war dann auch schon das letzte Zwischenschloss von dem ganzen Run. Als nächstes geht's dann in das letzte Geisterhaus. Und im Geisterhaus haben mich erstmal hunderte Buhus begrüßt. Ich bin direkt mal in die nächste Tür rein und einfach weggerannt. Dann bin ich in dem Raum gekommen, wo ich keine Chance hatte, irgendwie an die anderen Türen ranzukommen. Deswegen bin ich in die einzige Tür gegangen, die irgendwie frei war. Und bin natürlich von hunderten Buhus überrascht worden. Und weil ich mittlerweile Geisterhäuser kenne, wusste ich, dass ich nicht direkt die nächste Tür nehmen darf. Sondern habe mich erstmal weiterfliegen lassen. Und die nächste Tür habe ich im Endeffekt dann benutzt. Auf einmal war ich wieder in dem Raum, wo ich eh vorhin schon war. Aber irgendwie war diesmal alles anders. Die Wände waren ganz anders platziert und somit konnte ich in die Tür ganz oben rein. Leider war das noch nicht die Tür raus und ich musste weitersuchen. Die nächste Tür brachte mich wieder in denselben Raum. Irgendwas ist hier ganz seltsam, ich werde die ganze Zeit zurückgebracht. Nachdem mich der Lift raufgebracht hat, bin ich einfach schon wieder im selben Raum gelandet. Wie geht das eigentlich, wenn ich in eine Tür gehe, mit dem Lift rauffahre, dass ich dann wieder im selben Raum ankomme? Also irgendwas ist hier ganz seltsam. Irgendwie haben wir es dann doch geschafft, indem wir eine versteckte Treppe gefunden haben und dann in einen versteckten Raum gesprungen sind. Aber irgendwie war dort eine rote Fahne und für die, die es nicht wissen, eine rote Fahne bedeutet Abkürzung. Heißt, ich habe, ohne dass ich es irgendwie wollte, eine Abkürzung gefunden
Aber die Abkürzung gibt auch wieder nur zwei Level. Also dachte ich mir, was soll's. Nehmen wir die Abkürzung und kämpfen direkt gegen Ludwig. Ich sag's euch, das war das gemeinste Schloss von allen. Alles war darauf ausgelegt, uns zu töten. Aber irgendwie haben wir es dann eben bis ganz zum Schluss geschafft, wo uns Ludwig schon erwartet hat. Vor dem Kampf habe ich mich noch mit einem versteckten Pilz gestärkt. Von allen Schergen ist Ludwig sicher der Schlauste. Er hat die ganze Zeit einen Zauber benutzt, wo er sich klonen konnte. Haben auf einmal drei Ludwigs gleichzeitig nach uns geschossen. Glücklicherweise schafften wir es dreimal hintereinander, den richtigen Ludwig zu erwischen und konnten auch den letzten Schergen mit Leichtigkeit besiegen. Bowser hat das so gar nicht gefallen, deswegen hat er versucht, mich mit seinem Schiff zu zerquetschen. Er war sogar so wütend, dass er einfach den Boden weggeschlagen hat. Glücklicherweise hat er uns kein einziges Mal getroffen und am Ende sind wir auf Bowser Jr. getroffen. Der Boden bei dem Bossfight hat nicht viel ausgehalten und Bowser Jr. hat auch die ganze Zeit versucht, ihn wegzuspringen. Glücklicherweise hat sich sein Boxhandschuh im Boden verfangen und damit konnten wir dann leicht auf ihn draufspringen. Das hat ihm so gar nicht gefallen und deswegen wollte er uns mit einem festen finalen Schlag mit dem Schiff zerstören. Aber irgendwie hat er dann doch das Schiff zerstört und ist einfach abgestürzt. Glücklicherweise konnte sich Mario noch rechtzeitig retten und endlich in das Schloss von Peach gehen. Damit sind wir dann endlich in der letzten Welt angekommen, was mit Abstand die tödlichste Welt von allen war. Direkt in der ersten Welt war alles voller Lava und es sind auch Meteoriten auf uns herabgefallen, aber glücklicherweise schützten uns ein paar eingefrorene Koopas von den Meteoriten und damit war das Level dann überhaupt kein Problem mehr und wir konnten ins zweite Level fortfahren. Indem uns eine giftige Wolke verfolgt hat und die einzige Chance, wie wir weiterkommen konnten, war dieses Boot, wo sich maximal 5 Personen gleichzeitig aufhalten durften, sonst hielt es an und die Giftwolke konnte näher kommen. Aber die Gegner haben sich so und so dazu entschieden, lieber in die Lava zu springen, weswegen das gar kein Problem war. Als wir dann endlich beim anderen Ufer vom Lavasee angekommen sind, war es wirklich heiß. Das nächste Level hatte überall Lava, sogar riesen Lavafälle im Hintergrund und die Lava stieg unkontrollierbar zu zufälligen Zeitpunkten, weswegen es wirklich wichtig war, gutes Timing zu haben. Aber jetzt, wo Peach schon so nah bei uns ist, war nicht mal das mehr ein Hindernis. Das letzte Problem war, im Pilzpalast zu Peach nach oben zu kommen. Glücklicherweise gab es da einen heißen Aufzug, der leider auch nicht allzu stark ist, weswegen sich nur Mario oben befinden durfte. Sonst hat er sich einfach nicht mehr weiter bewegt, nicht mal eine Münze durfte rauf. Und natürlich hat Bowser das gewusst und einfach mit Geld nach mir geworfen. Richtig gemein von ihm. Aber nachdem wir der steigenden Lava nur knapp entkommen konnten, war es endlich an der Zeit, unsere Peach zu retten, im finalen Level von Super Mario Bros. U Deluxe. Ich bin so schnell gerannt, wie ich nur irgendwie konnte, aber den ganzen Weg über hat Bowser Jr. genervt, hat einfach den Boden zum Beben gebracht, hat komplette Plattformen einfach runterfallen lassen, wollte die ganze Zeit, dass ich in die Lava falle, aber er hatte keine Chance. Ich bin gerannt und gerannt und irgendwann war ich dann vor dieser riesigen Tür. Und ich wusste, hinter dieser Tür verbirgt sich Peach. Leider war ich mir auch ziemlich sicher, dass Bowser nicht einfach Peach hergeben wird. Er hat es versucht, indem er Feuerbälle nach mir schießt, hat aber nichts gebracht und auf einmal stand ich 1 gegen 1 gegen Bowser da. Wer auch immer Bowsers Raum konstruiert hat, hat irgendetwas gegen Bowser gehabt, weil direkt neben der Axt, die alles zum Einstürzen bringt, befand sich dieser große rote Knopf. Als ich den Knopf erwischt habe, flog Bowser in den Abgrund und wir haben es endlich geschafft. Dachte ich zumindest. Auf einmal kommt Bowser Jr. mit Kamek, obwohl ich die eigentlich vorher schon besiegt habe. Und ich wusste, das kann absolut nichts Gutes bedeuten. Aber ich sah Peach schon im Hintergrund. Vielleicht ist Bowser ja zu langsam, um mich noch einzuholen. Das habe ich zumindest gehofft. Sie wurde direkt wieder weggesperrt. Bowser war auch wieder da. Kamek hat denselben Zauber wie auf Bum Bum angewandt. Und Bowser wurde riesengroß. Seine Feuerbälle waren größer als Mario und noch dazu hat Bowser Jr. auch genervt. Glücklicherweise konnte ich mir seine Clownkarre ausborgen und damit Bowser Schaden zufügen. Bowser hat danach instant den Rage Mode angemacht und wollte mich überrollen, hatte aber glücklicherweise nicht geschafft. Auch seinen Feuerballregen von oben konnte ich gut ausweichen und ein zweites Mal in Bowser Jr. seine Clownkarre steigen und Bowser eine auf den Deckel geben. Das heißt, es fehlt nur mal ein finaler Schlag. Wenn ich den treffe, habe ich Bowser besiegt und die Prinzessin gerettet. Ich wusste, dass ich nur mal einmal in Bowser Jr. seine Clownkarre steigen muss. Als ich die Möglichkeit dazu gehabt habe, bin ich instant wieder eingestiegen und wollte Bowser eine auf den Deckel geben. Doch er hat dazugelernt. Er hat mich direkt mit Feuer bespuckt und ich musste aus der Clownkarre aussteigen. Und ich war nur mein kleiner Mario, aber ich habe die Clownkarre ein zweites Mal bekommen. Ich musste ihn nur mal treffen und er hat mich geschlagen. Er hat mich einfach aus der Clownkarre rausgeschlagen. Glücklicherweise beim dritten Versuch haben wir ihn dann getroffen und ihn somit besiegt. Er hat nur mal einen finalen Schrei losgelassen, bis er dann endlich nach hinten in die Lava gekippt ist.
Bowser Jr. ist dann einfach von selbst gesprungen, weil er sich nicht mit mir anlegen wollte. Und nach dieser langen Reise, vom Eichenheim bis zum Pilzpalast, haben wir es endlich geschafft, Peach zu retten. Und als Dank haben wir sogar ein Küsschen bekommen. Gibt es irgendwas Schöneres? Ich denke nicht. Abschließend sind auch Bowser Jr., Bowser und alle Schergen weggeflogen. Wir haben sie erfolgreich besiegt. Hey du, der das Video bis ganz zum Schluss geschaut hat. Danke, wirklich, wirklich danke. Und wenn du das Video schon so weit geschaut hast, überleg doch, ob du vielleicht den Kanal abonnieren möchtest. Würde mich riesig unterstützen. Es kommen auf jeden Fall noch mehr Videos. Und jetzt wünsche ich dir nur einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald mal. Ciao, ciao.